Ja, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, wir sind heute hier beim CSU-Ball in München, hier im Nockerberg. Meine Frau ist eine Schweizerin und sie erzählt uns jetzt mal, wie sie mit der CSU in Berührung gekommen ist. Ja, das sind jetzt schon ganz viele Jahre. Also ich glaube, das sind 40 Jahre. Und da hatte ich eine Ehrenmitgliedschaft bekommen von Franz Josef Strauß. Und zwar zu einem runden Geburtstag. Aha, war das alles oder gab es da irgendwie noch auch Münchner Geschichten, einen Ball oder so? Ja, es gab auch einen Ball und das war damals noch im Olympiastadion, also war es der große Ball. Und ich hatte mit einem Tanzpartner, wir haben getanzt und haben uns gedreht und gedreht und gedreht und plötzlich bin ich ihm ausgekommen und es hat mich wirklich hingeschmissen und neben mir war gerade Franz Josef Strauß und dann haben wir also so viel lachen müssen. Es war eine lustige Situation. Aber dann gab es doch noch irgendetwas mit Zigarren damals, konnte man da noch rauchen. Ja, da gab es dann Lose und dann habe ich Lose gekauft und dann habe ich eine ganze Kiste Zigarren gewonnen und dann sind wir in den Weißwurstkeller gegangen und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen Zigarren? Keiner raucht diese Zigarren. Da habe ich geschaut, ja, es waren da viele Leute drin, da bin ich von Tisch zu Tisch, von Mensch zu Mensch, habe gesagt, hier müssen Sie jetzt eine Zigarre und aber gleich rauchen. Dann haben die alle auf einmal geraucht und in dem Weißwurstkeller war ein Riesennebel. Also das war köstlich. Also liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, das war die Geschichte. Also die Irene Le Jeune hat die CSU zum Rauchen gebracht. Herr Schottnammel, Münchner Geschichten sind wieder lebendig. Ja, eine Tradition lebt fort und endlich lebt sie wieder fort, weil wir haben ja lange jetzt Pause gehabt. Und ich freue mich natürlich, dass im Nockerberg so etwas wieder stattfinden kann. Also wunderbar. Was erwartet denn heute abends die Münchner Geschichten? Naja, ich bin hier der Wirt und der Gastronom und der Gastgeber. Und den muss ich natürlich sagen, gutes Essen, gute Getränke, guter Service. Das steht natürlich im Vordergrund, aber auch natürlich ein tolles Ambiente, was man hier sieht. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz runder Ball, ein ganz tolles Fest. Aber lieber Herr Schottnammel, ich habe das Gefühl, die Menschen wollen wieder feiern. Ja? Sie wollen wieder irgendwie raus, ja? nicht mehr irgendwie zu Hause oder so. Ich glaube, das ist auch wichtig. Kann es sein, heute die Münchner Geschichten, dass es so ein Auftakt ist, also sagen wir gehen doch ein bisschen wieder raus? Ja, selbstverständlich. Vor allem, ich sehe es ja selber auch an mir. Ich buche jetzt wieder etwas, ich gehe gerne mal wieder woanders zum Essen hin und ich bewege mich gerne wieder unter Menschen. Und man merkt auch, dass wir keine Maske mehr tragen. Ja. Mein Gott, wie ist es schön. Und ich habe da auch vieles verdrängt mittlerweile schon wieder. Ich habe es vergessen, wie es gewesen ist und ich gehe wieder gerne unter Menschen. Und vor allem glaube ich auch, dass der Mensch heute gerne ein bisschen was vergisst. Ein bisschen das vergisst, was er immer in den Medien liest, der Krieg und die Energiekosten und wie auch immer. Wenn ich hierher gehe, habe ich es vergessen, da kann ich endlich mal wieder feiern. Lieber Herr Schottnammel, wenn man mal so reinschaut jetzt in Ihr Paradies, was ist denn so Ihr Ziel, wenn die Menschen nach Hause gehen? Was glauben Sie, wie sie sich fühlen? Naja gut, also es wird sicherlich eine tolle Musik sein, es wird vielleicht auch ein bisschen Alkohol im Spiel sein, es werden gute Weine hier sein, es wird gutes Essen geben und ich glaube, dass man dann, wenn man am nächsten Tag aufwacht, dass man dann nicht unbedingt Schädelweh hat, sondern dass man dann vielleicht sich am nächsten Tag aufwacht und sagt, boah, war ja, das genau. Ein toller Abend. Der Nockerberg hat sich ja auch durch Sie, durch Ihre Gastronomie gesteigert. Ja, also was ist da das Geheimnis gewesen? Naja, wir haben halt einfach sehr viel Liebe auch in den Umbau reingesteckt. Wir haben sehr viel Liebe in eine neue, moderne, gute bayerische Küche gesteckt. Und wir haben auch sehr viel Sorgfalt bei der Auswahl von unserem Personal gelegt. Und mein Partner und ich, wir sind sehr, sehr kreativ, was das betrifft. Wir ergänzen uns da wahnsinnig. Und ja, man merkt es hier, wie es dann geworden ist. Es ist einfach, ich fühle mich hier auch wie zu Hause. Ich fühle mich sagen, hier pudelwohl. Kann man sagen, Schottnammel und dann im Frühjahr? Hier. Ja, ist es richtig. Ja. Und jetzt in ein paar Wochen dann Starkbierfest hier. Ja, auch. Wunderbar. Da kommen in drei Wochen knapp 100.000 Menschen hierher und feiern Starkbier. Das ist für mich so der Auftakt schon, da geht es da wieder Richtung Wiesn.
Wunderbar. Schön, dass wir heute hier sein dürfen und wir freuen uns drauf. Ich freue mich auf einen schönen Abend. Danke, Herr Schottner. Danke. Liebe Frau Mosler, also erstmal vielen Dank für die tolle Organisation. Danke. Was erwartet uns denn heute Abend? Ein fulminanter Abend mit viel Spaß, mit viel Party und ja, was soll ich sagen? Also die Leute sind froh, dass es wieder geht und nach 2 Jahren Pause sind wir wieder da. Ja, und vor allen Dingen die Leute wollen wieder Lebensfreude genießen. Richtig, richtig, ja? Auf jeden Fall. Und das Zusammensein, sich treffen, miteinander ratschen können, feiern können, tanzen können. Wie war das denn im Vorfeld, die Vorbereitung? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja eine riesige logistische Aufgabe. Ja, es war wieder spannend. Ja. Es war wieder viel. Aber es ist jedes Jahr immer eine neue Herausforderung, weil es einfach immer wieder neue Gegebenheiten gibt, neue Faktoren. Aber es ist immer wieder schön und es macht Spaß. Ja. Und ich glaube, wie viele Menschen kommen heute? 1.000, glaube ich. Ungefähr 1.000 Personen. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Also toll. Ja. Also wir freuen uns. Ich auch. Dankeschön. Dankeschön. Freuen Sie sich jetzt auf den CSU Münchner Geschichtenball? Sehr. Was erwarten Sie da? Gute Stimmung, gute Musik und nette Leute und ja, einfach wieder einen schönen Abend nach 2 Jahren Corona-Pause. Genau. Wie war das bei Ihnen? Da waren Sie. Man ist ja so wie eingesperrt gewesen. Aber wie gesagt, jetzt geht es endlich wieder los und umso mehr freuen wir uns heute Abend. Und Sie tanzen auch? Natürlich. Jetzt wird die CSU wieder tanzen. Ja, wir tanzen in das Wahljahr hinein praktisch. Ja, ja. Das ist ja heuer ein besonderes Jahr mit der Landtagswahl am 8. Oktober, Landtags- und Bezirkstagswahl. Und das ist jetzt praktisch der Auftakt der Partei. Ja, ja. Und was hast du für ein Gefühl? Ein gutes. Ja. Also wir haben einen starken Ministerpräsidenten, der wirklich wegweisende Ideen für Bayern hat und jetzt auch natürlich fast 5 Jahre solide Arbeit nachweisen kann. Wir haben Vorstellungen, wie wir das Land weiterentwickeln, wie wir sie vor allem auch, wie wir die Menschen durch die Krisen führen. Mit einem Markus Söder, der das schon bewiesen hat in Corona, dass er das kann. Jetzt haben wir die Energiekrise, die Wirtschaftskrise, wir haben den Krieg in Europa. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Deswegen sind wir in den Umfragen hoch. Umfragen bedeuten nichts, aber wir werden jetzt weitere 10 Monate hart für das Vertrauen arbeiten und das wird sich am Ende lohnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man hört immer wieder, alles ist so schlecht, aber es gibt so gute Dinge, speziell aus Bayern. Ja. Also, dass wir auch mal das Gute wieder nach vorne bringen. Dass wir im Grunde sagen, wir brauchen mehr Optimisten. Wir brauchen absolute Optimisten, ja, und wir brauchen das Ja zum Leben. Krisen sind da, die bewältigt zu werden. Ja. Aber ich sage immer, wenn ich mich mit meiner Schwiegermutter unterhalte, ja. Die hat, die, darf man ja sagen, die 80 schon überschritten. Wenn die mir erzählt, wie das am Ende des Krieges war, 39er Jahrgang, wie das nach dem Krieg war, da muss ich sagen, ja, wir haben heute andere Herausforderungen, unsere Generation und die Jüngeren haben andere Herausforderungen, aber ehrlich, wir können die mit aller Zuversicht angehen. Was unsere Eltern und Großeltern geleistet haben, ist sensationell und das können wir nur nachmachen in unserer heutigen Zeit. Ja, Herr Hammer, jetzt ist es wieder soweit. Ja. Ja, wie war denn das? Wie haben Sie das wieder aufgegleist? Nein, wir haben immer gehofft, jedes Jahr, dass wir es wieder machen können. Hatten es jedes Jahr geplant. Und mei, wie es halt ist, Sie wissen alle, was die letzten 2 Jahre los war. Aber wir hatten eigentlich immer den Plan in der Tasche. Und sobald wir gesehen haben, es geht, haben wir wieder den Riemen auf die Orgel geworfen. Haben natürlich ein paar Konzeptanpassungen gemacht, aber jetzt sind wir wieder da. Wir freuen uns. 1.000 Gäste, ein wunderbarer Ball. Also es ist schon eine große Ansage, 1.000 Gäste. Ja, ich denke schon. Wunderschön. Und die Menschen haben ja wieder Freude, Lebensfreude zu genießen. Absolut, darum geht's. Wir, ich sage jetzt mal so, wir Bürgerlichen, wir wissen, wie man feiert. Und das tun wir heute Abend. Und es geht darum, dass wir Lebensfreude ausstrahlen. Wie Sie es richtig sagen, dass wir leben und leben lassen. Und dass wir uns nicht irgendwie die Stimmung vermiesen lassen von irgendwelchen moralinsauren Verzichtsaposteln. Es ist ja so, wir leben ja momentan auch jeden Tag angestrahlt mit negativen Botschaften. Und es gibt so viele Menschen, Millionen auf der Welt, denen geht's gut. Die haben Lebensfreude, die wollen einfach mal ihr Herz springen lassen. Und heute Abend ist ja so ein Abend, da merkt es ja. Die Menschen haben wieder Lust, mal irgendwie sich schön anzuziehen. Die Damen im Abendkleid, die Herren vielleicht im Smoking oder im schwarzen Anzug. Das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist ja wieder wie ein Neuanfang, oder? Absolut, Sie haben völlig recht. Ich meine, gerade wir Konservativen, wir haben natürlich auch die Verantwortung dafür, dass wir uns darum kümmern, wenn es nicht gut läuft. Das tun wir auch. Wir nehmen das ernst. Wir verschließen nicht die Augen. Das
heißt aber nicht, dass wir nicht auch mal feiern können, dass wir Lebensfreude genießen. Sie haben völlig recht, es gibt viele negative Nachrichten, davon sind einige unnötig. Und wir müssen eigentlich den Mut bewahren und den Spaß haben und sagen, wir bringen die Welt weiter. Ja. Und wir lassen uns auch unsere gute Laune nicht verderben, wir packen aber die Probleme an. Ich kann mich noch erinnern, Sie waren ja Konsul von Sri Lanka, als dieser schreckliche Tsunami war, ja, wo man da geholfen hat. Wo man, das war ja auch ganz schlimm, oder wenn man überlegt, also ich bin natürlich eine Ecke älter wie Sie, aber meine Eltern, denen ging es auch nicht gut, Krieg und alles. Wir müssen einfach mal wieder Optimismus ausstrahlen. Und ich glaube, da hat dieser Ball heute wirklich die Chance, mal optimistisch auszustrahlen. Völlig richtig. Wir dürfen die Probleme nicht ignorieren, aber den Kopf auch nicht in den Sand stecken. Genau. Wir müssen es angehen, aber dabei optimistisch bleiben. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wir haben die Probleme immer in den Griff gekriegt. Und das werden wir auch diesmal. Es ist zwar jetzt ein großer Berg, aber den schaffen wir auch. Absolut, absolut. Jetzt sagen Sie uns doch mal, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, was erwartet uns heute Abend? Ja, wir haben natürlich wie immer ein großes Programm. Wir haben einen Show-Act, da werde ich jetzt noch nichts verraten. Wir haben die Eddie Miller Band, wir haben unser Charity-Casino mit Tombola. Wir haben natürlich auch ein sehr schönes Menü, gute Weine. Wir haben einen DJ, der bis spät in den Nacht oder früh in den Morgen hinein auflegen wird, wenn die, sag ich mal, die Bands nicht mehr spielen. Wir haben einen Weißwurst-Snack Mitternacht. Also wir haben jede Menge Sachen. Es ist ja eine Tradition, die Münchner Geschichten. Ja. Also ich kann mich noch erinnern mit Franz Josef Strauß, damals in der Olympiahalle. Genau, da konnte man noch rauchen. Also und es war nicht alles gut, was früher war. Ja. Kann man sagen, dass auch dieser Münchner Geschichtenball mit der CSU, dass der auch wieder so uns ein bisschen auch zurückerinnert, wie schön es doch ist, irgendwie Traditionen zu pflegen? Ja, natürlich. Also ich meine, gerade für uns bedeutet Tradition ja die Grundlage. Und wir entwickeln Tradition weiter. Das heißt, wir bleiben nicht stehen. Wir wissen unsere Wurzeln, wir kennen unsere Wurzeln, aber darauf bauen wir auf. Ja? Und der Ball ist genauso alt. Den Ball gibt es schon lange, das ist Tradition. Er hat mal eine Zeit lang nicht stattgefunden. Wir haben ihn wieder aufgegriffen, wir haben ihn jetzt wiederbelebt. Das ist der 14. der neue Zeit quasi. 2008 haben wir wieder angefangen. Und der ist eng mit der CSU München verbunden. Aber wir feiern, sag's mal so, die Münchner CSU feiert die Münchner Geschichten, sie macht keine Geschichten mehr. Jetzt kann man sagen, man spürt ja schon ein wenig, dass die CSU emotional strahlt. Weil Emotionalität macht ja irgendwie Menschen offen. Da ist die CSU meines Erachtens schon vorne. Ja? Also unser Kanzler ist auch toll. Aber kann man jetzt drüber diskutieren? Ja, natürlich. Aber trotzdem, er hat es nicht einfach. Muss man einfach mal so sehen. Also würden Sie gerne jetzt an seiner Stelle stehen? Glaube ich auch nicht, oder? Ich würde den Job sofort machen. Ja, okay. Also, Herr Bundeskanzler, vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Wir waren ganz unseren Optimismus. Genau, danke schön. Herr Minister, Münchner Geschichten heute Abend ohne Sie wären keine Münchner Geschichten. Zunächst einmal ist es der Ball der CSU München, ein sehr traditionsreicher Ball. Und wenn ich ausfallen würde, würde er trotzdem stattfinden. Aber ich freue mich natürlich, dass es nach der Corona-Pause, in der ja die Ballsaison insgesamt ausgefallen ist, dass es jetzt wieder möglich ist, dass auch der CSU-Ball möglich ist. Ich freue mich riesig. Also der CSU-Ball hat ja eine unglaubliche Tradition. Ja. Und jetzt zum Beispiel wieder rauszugehen, ja, auch als politische Partei, zu sagen, wir feiern, wir lassen also uns nicht runterziehen, das ist doch was Wunderschönes. Ja, wir alle haben Corona noch so ein bisschen in die Knochen und wir freuen uns natürlich, dass jetzt Veranstaltungen möglich sind, Versammlungen möglich sind, dass jetzt die Ballsaison stattfinden kann. Menschen treffen sich, austauschen, reden, aber natürlich auch Freude haben, Spaß haben in schwierigen Zeiten. Deswegen gehört so ein Ball und die anderen Bälle München einfach dazu. Sie sind nun für München zuständig, für die CSU. Man spürt einfach auch, es gibt wahnsinnig viel Nachwuchs. Das ist ja schön. Wie kommt es zustande, dass auch junge Menschen sagen, ich muss mich politisch engagieren, ich muss, und es ist einfach mal so, Ihre Partei hat natürlich auch die Werte irgendwie im Gepäck, ja? Und das ist schön. Wir müssen wieder Politiker haben, die Werte auch nicht nur sagen, sondern leben. Ja?
Die jungen Menschen spüren, dass die Welt in Unordnung geraten ist, dass es um die Zukunft dieser Welt, auch um ihre eigene Zukunft geht. Und deswegen engagieren sich viele, bringen sich ein, machen sich Gedanken. Und das ist für die Demokratie was ganz was Tolles. Und die CSU ist natürlich eine große, traditionsreiche, bürgerliche Kraft. Und ich freue mich, dass wir gerade auch bei den Jungen große Unterstützung haben. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie auf die CSU gekommen? War das in der Familie bei Ihnen? Weil es ist ja so wichtig, dass auch Eltern wieder ihre Kinder auch politisch mal ranführen. Wie war das bei Ihnen? Also meine Familie war sehr, sehr politisch, obwohl ich der Erste war, der in die CSU eingetreten ist. Aber mein Großvater war in der CSU und der war auch Bürgermeister auf dem Land. Und das hat mich natürlich total begeistert, wenn der aus Gemeinderatssitzungen berichtet hat. Und deswegen war klar, dass ich dann nach der Schule, nach dem Abitur entschieden habe, jawohl, ich möchte mich einbringen, ich möchte mich informieren, ich möchte diskutieren. Und meine politische Heimat war die Junge Union und die CSU. Darf ich Sie mal fragen, Sie sind ja auch unser Justizminister hier in Bayern. Ich denke, viele Dinge gibt es, die Ihnen auch Kopfschmerzen machen. Ja. Was ist das? Also zunächst einmal bewegt mich wie jeden anderen auch die Lage in der Welt, der Angriff Russlands auf die Ukraine, ein wirklich völkerrechtswidriger, verbrecherischer Krieg. Es ist aber auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, auf die Demokratien in Europa. Das heißt, wir können Demokratie, Freiheit, Frieden, unsere Werte, unsere Art zu leben, nicht einfach für selbstverständlich halten. Wir müssen uns einsetzen, diese Werte verteidigen. Und als Justizminister bewegen mich auch andere Dinge, zum Beispiel der steigende Antisemitismus, Hass und Hetze im Internet. Beides hat Auswirkungen auch auf das gesellschaftliche Klima. Das gesellschaftliche Klima wird dadurch vergiftet und deswegen sind wir auch so entschlossen, hier als Staat durchzugreifen und Hass und Hetze, aber auch Antisemitismus und andere Kriminalitätsphänomene zu bekämpfen. Erlauben Sie mir auch mal Ihnen zu danken, weil unsere Polizei, die macht einen super Job. Sie wird zum Teil angegriffen, sie wird beleidigt, sie wird bespuckt. Wir müssen ja die Demokratie schützen. Und da sind Sie ja auch, gerade jetzt hier in unserem Bayern, sind Sie der oberste Wächter auch für sowas, zusammen mit Herrn Herrmann. Aber wie kann man das schützen? Wissen Sie, viele Menschen, die sagen, oh, ich muss ja gar nicht mehr so arbeiten, also mir ist lieber Freizeit und so. Und dann kommen dann so zum Teil so Rattenfänger, die Menschen einholen. Und zwischenzeitlich ist es so, dass die Polizei einfach einen super Job macht. Wie kann man diese Polizistinnen und Polizisten, diese Beamtinnen und Beamten, wie kann man die einfach auch mal loben? Das ist ja auch wichtig. Ja, das stimmt. Der oberste Beschützer ist zunächst einmal der bayerische Ministerpräsident als Chef der Staatsregierung, aber natürlich auch der Innenminister und ich. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken bei unseren Sicherheitskräften, bei der Polizei, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz, bei den Rettungskräften, die sich ja tagtäglich für unsere Sicherheit einsetzen. Und es ist unerträglich, wenn die Menschen, die uns schützen, wenn die angegriffen werden. Berlin kann einfach nicht sein. Und ich kann das auch für Bayern wirklich versprechen, genauso wie der Innenminister. Wir würden so etwas nicht dulden. In Bayern wird durchgegriffen. Unsere Polizisten, die uns schützen, müssen von Staat und Gesellschaft auch geschützt werden, genauso wie die Rettungskräfte. Herr Minister, Sie sind so ein menschlicher Minister. Das gefällt nicht nur mir, sondern vielen, vielen Menschen. Dass man auch mal, wenn man Sie anschreibt, dass Sie reagieren. Dass man eben einfach mal, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Herrn Seehofer und der hat auch gesagt, was mich so genervt hat, wenn ich irgendwo war und jemand gesagt, Herr Minister, ich möchte mit Ihnen reden und ich schreibe Ihnen einen Brief und ich habe dann manchmal vergessen, den Brief zu schreiben. Ihnen geht es ja wahrscheinlich genauso. Sie sind ein toller Minister, Sie sind jemand, der, ja, ich sage es mal, Mr. CUs München. Ja? Sie sind jemand. Wie ist es bei Ihnen, wenn jemand sagt, ich möchte mit Ihnen mal reden? Sie sind sehr offen. Ja, also zunächst mal bin ich auch Abgeordneter. Und als Abgeordneter, aber auch als Minister ist man für die Menschen da. Ja. Das ist unsere originäre Aufgabe, für die Menschen, die Sorgen, die Anliegen da zu sein. Deswegen sind wir gerade auch als CSUler
präsent vor Ort, um auch den Dialog zu führen, zuzuhören. Wir machen zum Beispiel in München seit letztem Jahr eine Stadtvierteltour, bei der Manuel Pretzel, unser Fraktionsvorsitzender, ich, aber auch weitere Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Stadtvierteln sind, nehmen uns da einen halben Tag Zeit, um mit Vereinen, Institutionen, Bürgerinitiativen zu reden, zuzuhören, die Anliegen, die Sorgen und das dann auch wirklich in die Politik mitzunehmen. Und das ist eine Grundaufgabe, auch ein Auftrag von uns als Mandatsträgern. Schön. Wenn ich Sie jetzt mal so fragen darf, freuen Sie sich auf den 8. Oktober? Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Der 8. Oktober ist die Landtags- und Bezirkstagswahl. Und als Politiker ist diese Zeit des Wahlkampfes immer was ganz Besonderes. Es ist natürlich unglaublich viel Arbeit. Es sind große Herausforderungen, Anstrengungen. Auf der anderen Seite ist es schön, weil es eine sehr intensive Zeit ist, der Auseinandersetzung, auch der Debatten, der Diskussionen, auch der Schärfung des eigenen Profils, der eigenen Partei und vor allem des Werbens und Überzeugens von Menschen, dass zumindest nach unserer Überzeugung die CSU die richtige Kraft ist. Und unser Ziel ist es, dass wir diese bürgerliche Regierung in Bayern, CSU und Freie Wähler, im Herbst fortführen können. Dafür werben wir bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Verlängerung dieses Auftrags. Ein kleiner Einwand sei mir genehmigt. Die Grünen machen sich ja stark und sagen 20 plus. Ja, die Grünen versuchen wie andere Parteien auch erfolgreich zu sein. Diesen Wettbewerb mit den Grünen finde ich besonders wichtig. Auch spannend, aber auch die Auseinandersetzung, weil wir große Unterschiede haben. Die Grünen versuchen, diese Gesellschaft umzubauen, wirklich grundlegend zu verändern. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass sie nicht wollen, dass wir eine starke Wirtschaftsnation, Industrienation sind. Und wir sind diejenigen, die versuchen, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und zu verbinden, unter anderem auch die Wirtschaft und den Klimaschutz, die Ökonomie und die Ökologie. Und deswegen freue ich mich auf die Auseinandersetzungen, auf die inhaltliche Auseinandersetzung, die Debatten mit den Grünen ganz besonders. Sehr schön. Jetzt darf ich noch mal etwas sagen. Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso. Meine Frau und ich, wenn wir in der Früh aufwachen, dann kommt als erstes mindestens dreimal Negatives. Also eine Brücke in Indien wurde saniert, die Brücke brach zusammen, fürchterlich, 140 Tote. Dann kommt irgendetwas, schwerste Unfälle oder was auch immer. Aber es gibt doch auf der Welt so viel Optimismus. Und ich glaube auch, dass das jetzt so wichtig ist im Wahlkampf, dass wir auch mal sagen, das sind Menschen so wie Sie oder auch der Ministerpräsident, ja, die einfach sagen, wir glauben an uns, wir sind Optimisten, wir lassen unser Herz sprechen. Und dass man nicht immer alles nur so negativiert. Wie wichtig ist das auch für Sie? Also mir sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist natürlich, wir leben schon in nicht nur bewegten, in unruhigen Zeiten und wir haben große Herausforderungen. Krieg zum Beispiel auf europäischem Boden. Auf der anderen Seite haben wir auch allen Grund zum Optimismus, zur Zuversicht, ja, weil Deutschland, Bayern, auch München sind starke Bereiche, ein starkes Land, ja, eine starke Stadt. Die Menschen in diesem Land haben unglaublich viel Kraft an Innovation, an Arbeitswillen, aber auch diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und deswegen bin ich überzeugt, ja, wir sind als Land, als Kontinent in der Krise, aber wir werden als Stadt München, aber auch als Freistaat Bayern auf jeden Fall besser durch diese Krise kommen und aus meiner Sicht danach auch gestärkt hervorgehen. Ein schönes Beispiel, wenn ich das sagen darf, ist zum Beispiel die NATO. Bis vor einem Jahr gab es Diskussionen, ob man die NATO überhaupt braucht, auch in Europa. War die Diskussion, wie viele Gemeinsamkeiten gibt es denn eigentlich? Und seit diesem äußeren Ereignis, diesem Krieg, weiß jeder, die NATO ist wichtig, der Zusammenhalt in Europa ist wichtig. Und das ist etwas, was mich zuversichtlich für die Zukunft stimmt. Was ich jetzt spüre, Sie sind so ein Politiker, Sie glauben an das Gute und haben aber auch das Schlechte unter Kontrolle. Das ist ja ganz wichtig. Und ich spüre einfach, dass wir beide jetzt uns freuen,
auf den Ball Münchner Geschichten. Absolut. Herr Minister, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Alles Gute. Dankeschön. Also ganz kurz nochmal, was erwarten Sie denn heute Abend vom CSU-Ball? Wir freuen uns auf den Schwarz-Weiß-Ball. Zum einen aus politischen Gründen, dass wir halt vor Ort sein dürfen und uns die verschiedenen Themen einmal anhören dürfen. Zum anderen, weil wir auch in München sehr, sehr gut vernetzt sind und uns einfach freuen auf ein gutes Networking und einen schönen Abend. Aha, wie sind Sie vernetzt in München? Also ich persönlich habe eine Influencer-Marketing- und PR-Agentur und viele Influencer sind auch in München, aber natürlich auch viele Unternehmer und andere Persönlichkeiten. Und deswegen ist es schön, wenn man dann auch hier gemeinsame Bekannte wieder trifft. Was macht Ihnen denn so Freude in der Politik momentan? Momentan ehrlicherweise nicht so viel. Aha, warum nicht? Weil es doch eine sehr, sehr angespannte Situation in vielen Ländern ist. Man da halt sehr, sehr viele Entscheidungen nicht vielleicht so für gut heißen kann. Und weil man auch nicht wirklich weiß, was man in vielen Punkten wie anders machen kann. Weil man auch, auf der anderen Seite ist es schwierig, heute Politiker zu sein. Also absolut. Die Welt, ich möchte auch die Welt, nicht. Ja. Aber drum genießen wir heute Abend. Absolut. Den Abend. Okay? Absolut. Dank. Danke. Endlich ist es soweit, oder? Die Münchner Geschichten sind wieder offen. Endlich wieder Münchner Geschichten nach 3 Jahren Pause. Also ich freue mich unglaublich. Und man merkt, glaube ich, jetzt auch erstmal, dass es nicht so selbstverständlich war. In der Vergangenheit, weil wir immer gesagt haben, ja, Fasching und Party. Aber umso schöner ist, dass wir jetzt wieder feiern können. Und man merkt, die Menschen haben Lust wieder auf Lebensfreude. Absolut. Das merkt man hier. Absolut. Es ist beim Oktoberfest bei der Wiesn losgegangen. Ja. Die Leute wollen raus, Leute wollen feiern, die Leute wollen Spaß haben. Und wir haben jetzt schon so eine wunderbare Atmosphäre. Ich freue mich unglaublich auf den heutigen Abend. Wenn wir jetzt einfach mal so an den 8. Oktober denken. Dann freue ich mich auch, weil wir werden ein noch besseres Ergebnis als beim letzten Mal kriegen. Also da ist mir nicht bange. Ja, vor allen Dingen, wir spüren einfach, die Politik wird menschlicher, emotionaler, was ja ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass natürlich diese 2 Jahre Corona schon auch mit der Politik was gemacht haben. Ja. Und man muss den Leuten wirklich diese Lebensfreude, die Lust am Leben zurückgeben. Dieses sauertöpfige, grießcremige, das ist nicht in, das ist aus der Zeit gefallen. Und die CSU ist natürlich dafür die beste Partei. Aber die kann schon immer sagen, Lebensfreude und Party. Kann man auch sagen, dass die CSU auch wieder den Optimismus entdeckt hat? Ja, absolut. Ja, wir waren ja immer optimistisch, aber uns hat man ja nicht geglaubt. Aber mittlerweile ist die Deutung so an ihr wie bei uns. 1.000 Leute kommen heute zur CSU. Das ist ja schon eine Ansage. Das ist unglaublich und zwar aus der ganzen Breite der Münchner Gesellschaft. Und es zeigt, glaube ich, auch, dass wir die einzige echte Münchenpartei sind. Aber kann es sein, dass da vielleicht auch einer von den Freien Wählern dabei ist oder so? Das freut uns. Wir arbeiten im Rathaus so wunderbar mit Ihnen zusammen. Und wir haben schon immer die besten Partys gemacht. Das sind auch die Freien Wähler immer herzlich willkommen. Wunderschön. Wir freuen uns. Einen schönen Abend. Was erwarten Sie denn heute abends von Münchner Geschichten? Einen schönen, vergnüglichen Ball, vor allem nachdem wir jetzt 3 Jahre Pause hatten. Haben Sie so richtig Lust drauf, oder? Ich habe richtig Lust drauf. Und Sie sind ja wunderhübsch. Dankeschön. Ja, ganz schön. Früher gab es ihn ja schon, den Ball. Ja. Damals mit Franz Josef Strauß. Und ich habe das Gefühl, wir gehen so ein bisschen zurück in die Zeiten, wo wir sagen, Werte sind wichtig. Gespräche, Dialoge. Da haben Sie recht. Also in der Zeit von Franz Josef Strauß war ich noch nicht auf dem CSU-Ball. Erst später dann im Deutschen Theater beim Edmund Stoiber. Ja. Also Sie merken, ich bin auch ein CSU-Mitglied und Stadträtin hier in der Landeshauptstadt. Schön. Aber ich glaube, heute ist ein Abend fürs Vergnügen. Natürlich spricht man am Rande über verschiedene politische Ereignisse, aber heute Abend wollen wir uns dem Tanzen und dem Vergnügen und der Unterhaltung widmen. Aber Sie sind so eine optimistische Dame. Also wir müssen auch mal wieder optimistisch sein. Also wir können nicht immer sagen, ja, natürlich ist Krieg in Europa. Natürlich gibt es alles negativ, alles. Aber es macht ja schlechte Laune. Aber es gibt auch Dinge, gute Gespräche, ein guter Dialog. Einfach Menschen in die Augen schauen, das ist doch schön. Da haben Sie völlig recht. Und ein gutes Glas Wein dazu. Genau. Und vielleicht noch was Gutes zum Essen. Und wie gesagt, also einen vergnüglichen Abend zwischen dem ganzen Kummer, den man dann vielleicht hin und wieder auch mal hat. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Ja, wir kommen von München TV.
Wunderbar. Ja, und Sie sind so schick, ihr beide. Ja, mein Mann Friseur wird es lieben. Er hat schon gesagt, er möchte unbedingt Fotos. Genau. Sorry. Was erwarten Sie denn heute Abend von dem Ball? Auf jeden Fall gute Unterhaltung. Es ist ja schön, dass es auch wieder stattfinden kann. Schön. Wir waren ja vor der Pandemie waren das letzte Mal. Und oder? Irgendwie so optimistisch, oder? Dass man einfach mal wieder. Klar, wieder mal raus, tanzen. Tanzen, genau. Schön. Gebt dir richtig Gas. Ja, okay. Genau. Ja, schön. Wir kennen uns schon lange. Und schön. Seid ihr Freundin? Oder? Ja. Ja, seit ja? über 20 Jahren, oder? Schön. Aber beide von München oder nicht? Nein, wir sind inzwischen weggezogen, aber für den Ball kommen wir natürlich gerne wieder. Schön. Also, das beide ist, also ich wohne noch in München. Ah, schön, schön. Also eine Dame ist noch hier, ja? Ja, ich muss sagen, ist mein Anker in Stuttgart, südlich schön. Davon. Ja, ja und schön. Ich war auch mal bei der CSU. Nein, ich bin noch bei der CSU. Ja. Ich war auch Bezirksrätin 5 Jahre. Und, also ich habe das Gefühl, die CSU wird wieder so emotionaler. Nein, aber die haben auch ein super Kinder- und Jugendprogramm. Also, Nein, vor allen Dingen, wir Menschen, uns interessiert ja auch irgendwie so Herz für Herz und irgendwie in die Augen schauen und nicht nur irgendwie so nur sachlich oder so, oder? Ja, das ist ja auch wichtig. Ich meine, dass man auf die Menschen zugeht und das erspürt, was die einfach alle wollen. Also. Schön, schön. Also, ihr lieben Damen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Hallo, ja, Herr Höflinger, ich kannte Ihren Herrn Vater. Der Name Höflinger ist ein Begriff in München. Und Sie sind ja wahrscheinlich jetzt die wievielte Generation? Dritte Generation. Und macht Spaß? Mir macht es sehr viel Spaß, ja. Ich bin ja über der Bäckerei aufgewachsen, in der Schleißheimer Straße, wo ja auch mein Großvater noch gelebt hat. Und ich wollte immer Bäcker werden und mir macht es einfach Spaß. Und macht ihr auch bei Höflinger glutenfreies Brot oder so? Gibt es auch bei uns. Also wir haben glutenfreies Brot. Wir haben Brot komplett ohne Mehl mittlerweile. Also reines Körnerbrot. Es gibt große Palette vegan. Es gibt auch süße Sachen vegan. Alles Mögliche. Und wie kommt jetzt Franz Höflinger zur CSU? Weil die mich dieses Jahr überraschenderweise eingeladen und angerufen haben, dass sie den Unternehmer des Jahres vergeben würden als Newcomer. Das sind sie geworden, oder? Und da, überraschenderweise, ich war wirklich überrascht, die Wahl auf mich gefallen und sage natürlich zu. Schön, sagen wir jetzt schon herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Rettig, wir sind heute hier, München TV. Sieht so aus, der einzige Fernsehsender. Ist doch wunderbar. Nicht nur der einzige, sondern vor allem der größte in München. Ja. Ja, in München gibt es einen Lokalsender, das sind wir, mit einer unglaublichen Reichweite und einer tollen Zuschauerschaft. Ja, und wir haben gerade mit vielen Münchnerinnen und Münchnern gesprochen. Und jeder kennt uns. Und was so schön ist, die spüren einfach die Lebensfreude. Man öffnet sich wieder, man geht wieder raus. Ja, und das ist wunderbar. Ja, München TV ist ein Sender mit Herz. Ja. Wir sind ein Sender, der die positiven Dinge in der Stadt finden möchte und es auch tut. Und wir versuchen, die Leute nicht nur zu unterhalten, zu informieren, sondern auch mit ganz viel Service und mit viel Herz zu versorgen. Wunderbar. Und Sie sind heute auch hier. Was erwarten Sie heute von diesen Münchner Geschichten? Nette Gespräche. Tollen Tanz mit meiner Frau, auf was ich mich schon sehr freue. Sind Sie einfach Tänzer? Einen entspannten Abend. Ich bin Tänzer, kein guter, aber ein leidenschaftlicher. Und Sie kommen ja aus Heidelberg. Das ist richtig, ja. Ja, aber jetzt haben wir heute auch noch Heidelberg hier. Wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Bin Wahlmünchner, aber mein Herz hängt immer noch ein wenig in Heidelberg. Aber die Stadt hier ist zur Heimat geworden, seit über 20 Jahren hier. Das ist toll. Herr Rettig, darf ich noch mal fragen? Wir spiegeln ja auch die Geschichten von München immer wieder unseren Zuseherinnen und Zuschauern wieder. Warum, Sie kriegen das ja ganz hautnah mit, warum lieben die Zuschauerinnen und Zuschauer München TV? Naja, wir sind ein ehrlicher Sender. Ja. Wir sind ein Sender mit viel guter Laune, mit viel positiven Geschichten und wir zeigen einfach die schönen Seiten von München. Und wir haben für jeden etwas im Programm
Und wir haben besondere Moderatoren mit ganz viel Herz. Und einer steht gerade vor mir und interviewt mich. Vielen Dank. Jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Und wir warten jetzt noch kurz auf unseren ehemaligen Ministerpräsidenten. Und dann geht's los. Viel Spaß weiterhin. Vielen Dank. Danke. Warum ist die CSU so wichtig für Europa? Ja, weil wir seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland, seit Beginn der CSU 46, 45 im Herbst, war die Frage des Europas und damals immer die Hoffnung und die Zukunft. Und ich meine, der alte Satz von Franz Josef Strauß, Bayern ist unsere Heimat, Deutschland ist unser Vaterland und Europa ist unsere Zukunft. Das ist ja schon vor 50 Jahren gesagt worden. Heute ist Europa unsere Gegenwart und wir wollen mit Europa sozusagen die Zukunft mitgestalten in der Welt als wichtiger Partner für Amerika, für China, für alle, die in der Welt eben eine große Bedeutung haben. Und Europa ist ein großartiger Kontinent mit 500 Millionen Menschen, der größte Binnenmarkt auf der Welt. Und wir haben zu wenig eigentlich, wir haben zu wenig noch aus dem gemacht. Es ist viel gemacht worden, aber wir wollen noch mehr machen, gerade jetzt in der Frage als Partner Amerikas. Lieber Herr Dr. Stoiber, die nächste Frage, warum ist Herr Weber so wichtig für Europa? Ja, das müssen Sie an Herrn Dr. Stoiber fragen, aber für mich ist klar, wir werden unsere, gerade in Kriegszeiten mit der Ukraine, wir werden unsere Art zu leben, unsere Freiheit, Demokratie, unseren Rechtsstaat nur verteidigen, wenn wir als Europäer Stimme auf der Weltebene bekommen. Jetzt 7% der Weltbevölkerung sind noch Europäer, mit sinkender Tendenz, Ende des Jahrhunderts 4% der Welt sind die Europäer. Deshalb nur zusammen schafft man das, aber zusammen schaffen wir es auch. Also man braucht auch Optimismus. Wenn wir uns zusammenraufen am Kontinent, dann haben wir alle Chancen. Also das ist ja der Punkt. Wir müssen im Grunde optimistisch sein, weil in der optimistischen Kraft liegt die Motivation, die Kommunikation und alles. Aber wie geht denn das jetzt weiter? Sie sind so nah dran. Die beiden Kriegsmenschen, Zelensky und Putin. Ich meine, Putin hat ja auch wahnsinnig viele Schicksalsschläge, muss man auch sehen. Also es sind ja immer beide Menschen haben oder beide Völker haben unglaubliche schwere Niederschläge. Wie kann man denn das lösen? Sie sind doch nah dran. Warum sprechen wir nicht? Wir wollen sprechen, wir sind immer dialogbereit und das Wichtigste, was wir Europäer in den letzten 70 Jahren gelernt haben, ist, Konflikte friedlich zu lösen, partnerschaftlich, in Freundschaft auf dem Kontinent, vielleicht auch dann per Abstimmung im Europäischen Parlament, wenn es Konflikte gibt, per Demokratie. Und da haben wir leider Gottes Putin verloren, über die Jahre hinweg. Wir haben uns bemüht, alle miteinander ihn anzubinden, aber wir haben ihn offensichtlich verloren in dieser Zinssetzung. Er war ja so viele Jahre ein zuverlässiger Partner. Absolut. Also das muss man auch mal sagen. Absolut. Partner, aber schwieriger Partner, oder? Man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja immer versucht, das war ja immer eine Grundüberzeugung in Deutschland und in weiten Teilen Europas, wir wollen Deutschland, wir wollen Europa bauen. Jetzt mit einem Nebensatz, möglichst mit Russland. Das ist seit dem 24. Februar leider zu Ende gegangen. Und das führt einen verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine. Und wenn er natürlich heute als Vorbild Stalin, Ivan den Schrecklichen und Peter den Großen sieht, ohne die jetzt zusammenzuwerfen, dann ist das Gegenteil von dem, was er eigentlich im Deutschen Bundestag 2001 und in den Gesprächen gesagt hat. Natürlich ist das eine schreckliche Situation. Wir haben in Europa Krieg und das haben wir uns wirklich nicht vorstellen können. Wenn man mal auch die Verteidigungsanstrengungen Deutschlands anschaut, dann haben wir halt leider 80% weniger Soldaten als im Kalten Krieg und 4/5 weniger Munition. Also wir haben auch das zugelassen, jetzt dass sich das so entwickelt hat, weil wir Hoffnung in die Zukunft hatten. Aber lieber Herr Weber, es ist doch auch so, Sie sind ein emotionaler Politiker. Also wie geht es denn dem Herrn Putin? Dem geht es doch auch nicht gut. Also der hat doch vielleicht auch das Gefühl, mal zu reden.
Und da ist die Frage, wer redet mit ihm mal? Weil Krieg ist immer für beide Parteien ein Verlustgeschäft. Also da brauchen wir nicht reden. Und wir alle spüren das. Und im Herzen, glaube ich, braucht man den Putin auch mal, man muss ihn mal im Herzen angehen. Ja? Das ist mein Gefühl. Und Sie sind so jemand, Sie, also Sie wir, sind mutig. Wir haben Gott sei Dank noch diplomatische Kanäle, Gespräche finden statt. Die sind gerade in so Kriegszeiten, Krisenzeiten von großer Bedeutung. Und gerade wir Europäer müssen dort die sein, die immer wieder reden miteinander. Tatsache ist aber leider auch, dass Wladimir Putin sich schon in der Sackgasse manövriert hat, mit seiner Art jetzt Politik zu machen und diesen verbrecherischen Krieg zu beginnen. Und deshalb sind die Wege, die jetzt vor uns liegen, definitiv nicht einfach. Für uns ist, glaube ich, wichtig, besinnen wir uns auf das, was uns ausmacht, was uns wert ist. Die Demokratie, der Freiheit, der Rechtsstaat, das ist das, was uns ausmacht. Und gemeinsam, wenn man sich auch ein bisschen in die Geschichte zurückbewegt, und es ist eine geschichtliche Zeit, in der wir uns befinden, frühere Generationen haben das auch geschafft. Warum sollen es wir nicht schaffen? Deshalb Motivation. Und vielleicht holen wir Herrn Putin mit der CSU aus der Sackgasse. Gemeinsam in Europa. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war Lebensfreude, das war heute vom Nockerberg, Münchner Geschichten, der CSU-Ball. Also wir sehen uns wieder beim nächsten Schönen Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.